Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online aus dem Livestream. Vergesst nicht zu liken und zu kommentieren, wenn euch dieses Video gefällt. Schon ein einfaches Emoji reicht und unterstützt diesen Kanal. In diesem Sinne vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Auch natürlich die Kanalmitglieder, ihr seid spitze und jetzt ganz viel Spaß. So, okay, also lange überlegt. Es ist an der Zeit, werte Stadtwahrerin. Gegen wir ziehen Feind los. Mit weniger als nun gut. Wenn ihr meint, dass das die klügste Entscheidung ist, trefft mich vor der Kathedrale, sobald ihr bereit seid. Wir beginnen sofort mit den Vorbereitungen. Wir treffen uns. Dann ist es wohl an der Zeit, dem Molly ein bisschen aufs Fressbrett zu geben, ne? Seht euch um. Seht, wie die Leute die Straßen mit ihrer Anwesenheit erhellen. Es ist gut, dass dieser Ort wieder bewohnt wird. Ja, woher sind denn alle gekommen auf einmal? Eure Taten haben günstige Nachwirkungen. Jene, die ihr gerettet habt, haben auf ihrem Weg in die Stadt wiederum andere gerettet. Und die Magier haben stabile Portale nach Nirn geöffnet, durch die sie Hilfe nach Kalthafen holen können. Dank euch gedeiht die Stadt. Und wegen günstiger Mieten, habe ich gehört. Warum wurde ich denn gerufen? Hä? Ich wurde gar nicht gerufen, aber okay. Warum wurde ich denn gerufen? König Dunar und Vannos haben begonnen, die Truppen zu sammeln. Sie haben einen Kriegsrat hier in der leeren Stadt einberufen. Es gilt, Entscheidungen zu fällen, Pläne zu entwerfen. Die Zeit des Krieges naht rasch heran und wir müssen für sie gewappnet sein. Natürlich gibt's doch andere da draußen, die gerettet werden müssen, aber die sind mir halt jetzt gerade so ein bisschen egal. Ich spüre andere Lichter, die in der Finsternis gefangen sind. Ihr genauer Standort ist vor mir verborgen, aber ich kann ihre verzweifelten Hilfeschreie hören. Ihr müsst euch entscheiden. Werdet ihr weitere Verbündete suchen oder lasst ihr den Kriegsrat beginnen? Ich hab mich doch schon entschieden. Wo sind die beiden denn? Ihr werdet den Aeliden-König und den Magier in der Kathedrale finden. Sie erwarten euch. Sobald ihr die Kathedrale betretet, beginnen die Vorbereitungen für den letzten Ansturm zur Rettung Nirns. Ich google das jetzt mal nochmal schnell. Moment mal. Eso, Kalthafen, alle retten. Einfach rein Interesse halber. Nicht, dass ich das jetzt machen wollen würde. Aber einfach rein Interesse halber. Okay, also hier steht nirgends etwas. Wahrscheinlich war das früher tatsächlich eine gute Idee, das zu tun. Aber ich glaube, heute ist es voll egal, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe sie alle gerettet. Fleißig, Frau Mi. Die Nebenquests dazu waren eigentlich ganz cool. Ja, ich würde die ja machen, aber halt erst, wenn wir mal mit dem ganzen Rest durch sind. Ich hoffe, das geht dann noch, aber wenn nicht, bin ich jetzt auch nicht böse. Gibt doch genug zu tun und wir werden eh noch 10 Jahre hier unterwegs sein. So, da stehen sie alle. Zickdeckelte, Darien ist da. Dorathil, Feldwebel Camu sind doch alle da. Es reicht doch. Willkommen, Freund. Wir müssen die Vorbereitungen für den kommenden Angriff diskutieren, aber ich wollte warten, bis ihr hier seid. Habt ihr irgendwelche Fragen, bevor wir beginnen? Ja, ich bin ein bisschen beschränkt. Müssen wir Molag Bal wirklich angreifen?
Wir müssen die Ebenenverschmelzung beenden, bevor Nirn zerstört wird. Um das zu tun, müssen wir uns um den Ebenenstrudel kümmern. Zum Erreichen des Strudels müssen wir den Abgrund überqueren und sämtliche Verteidigungen durchbrechen, die uns der dunkle Fürst entgegenstellt. Ich fürchte, eine Schlacht ist unausweichlich. Die rennen dann auch mit dir und es sind im Endkampf dabei. Cool. Naja, aber der hat ja Zeit, die zu retten. In Ordnung, beginnen wir mit dem Kriegsrat. Gut gesagt, mein Freund. Wartet mit euren Fragen bitte, bis alle, die gerne etwas sagen wollen, die Gelegenheit dazu hatten. Danach können wir so viel über Details diskutieren, wie ihr wollt. Na gut, dann setze ich mich Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Ich habe euch alle hierher zusammengerufen, weil sich der Augenblick des Schicksals mit schnellen Schritten nähert. Die große Fessel ist zerstört. Zuvor wurde allerdings noch ein Ebenenstrudel erzeugt. Wir müssen diesen Strudel zerstören, bevor er die Essenzen von Nirn nach Kalthafen saugt. Da ist die Waldelfe. Die Kriegergilde soll gegen die Verteidiger des Abgrunds kämpfen. Aber Klingen richten wenig aus gegen Und hier Magie. Hier kommen meine Magier ins Spiel. Unsere Späher berichten, dass eine Art magische Sperre den Zugang zum Weg über den Abgrund blockiert. Magier arbeiten dort bereits daran, diese Sperre aufzuheben. Und wir sind bereit, mitzuhelfen, wenn es zum großen Kampf kommt. Ein vernünftiger Plan. Er berücksichtigt unsere besonderen Stärken. Aber dieser fragt sich, was geschieht, wenn die Magier Molagbals Magie nicht durchdringen können? Eine lächerliche Frage. Natürlich können meine Magier diese Magie durchdringen. Ach, die Magie, die Lösung aller Probleme im Leben. Ich liebe die Magie, sie ist so magisch. Ich habe absolute Zuversicht in Vanus und seine Magier. Ich danke euch, eure Hoheit. Aber um ehrlich zu sein, ich bin weniger zuversichtlich als Vanus. Wir ist er da hinten gerade beleidigt? Wir werden mit all unserer Kraft kämpfen. Okay. Uns bleibt nichts anderes übrig. Einige werden ihr Leben verlieren. Aber hoffentlich wird eine Welt gerettet. Bedenkt, dass der Abgrund nur die erste Stufe dieser Schlacht ist. Der Ebenenstrudel bleibt mitten in Molagbals Gemächern. Das wird ja immer besser. Darien, passt auf, was ihr sagt. Darien, versuch doch nur, eine ernste Situation aufzulockern. Wir müssen es aber versuchen. Wenn wir nichts tun, ist Tamriel die Zerstörung sicher. Nun, versuchen! So gesehen sind da ja auch viele hübsche Damen, die gerettet werden wollen. Ja, gut, wie dem auch sei. Wir werden unseren Schlag gegen den Abgrund sofort beginnen. Der König muss mit dem Champion sprechen und ich muss mit den Magiern über einige letzte Einzelheiten diskutieren. Ihr anderen habt sicher auch eure Vorbereitungen zu treffen. Der Synchronsprecher wollte bewusst sehr feierlich wirken, oder? Bei seiner Ansprache. Versuchen! Was ist eigentlich in diesen tollen Säcken hier drin? Ingwer, Minze. Sehr gut. Cadwell, ist das Sandwich aufgefuttert? Hat's geschmeckt? Wollte ich nur noch mal wissen. Oh, guck mal. Was ist noch ein... Oh, ist ein hartes Brot von vorgestern. Naja. Danke für nichts. Dann ist es beschlossen. Wir werden den Abgrund überqueren und uns zum Ebenenstrudel im Herzen von Molagbals Reich aufmachen. Da aufmachen. Ihr jetzt den Plan kennt, würde ich euch gerne um etwas Besonderes bitten. Besonderes! Ich lausche. Diese Mission braucht da, einen Anführer. Ich möchte, dass ihr den Ansturm über den Abgrund anführt. Wir haben schon so viel von euch verlangt und ihr habt schier Unmögliches vollbracht. Doch ihr gehört zu den wenigen, denen ich diese Aufgabe anvertrauen würde. Anvertrauen! Ich wusste, dass wir uns auf euch verlassen können. Ihr habt mich niemals enttäuscht. Aber es ist noch so viel zu tun, wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen. Wenn ihr den Angriff führt, haben wir eine gute Chance, die Ebenenverschmelzung zu beenden und unsere Welt zu retten. Tapferkeitsprüfung! Genau, daran musste ich die ganze Zeit denken. Erklärt mir noch einmal die Lage, eure Hoheit.
Mit den vereinten Streitmächten der Kriegergilde und der Magiergilde müssen wir den Kampf zum Molag Baal tragen und das Portal zum ebenen Strudel erreichen. Ja, es fängt alles beim Abgrund an. Späher sind bereits vor Ort, um noch vor eurem Eintreffen Informationen zu sammeln. Sammeln! Erzählt mir mehr über den Abgrund. Es ist ein schmaler, gut verteidigter Felsstreifen, der vor Daedra schier überquillt und von einem Torhaus beherrscht wird, das den Weg in Molag Baals persönliche Domäne blockiert. Blockiert! Katnel kennt die Gegend. Er ist ein sonderbarer Kerl, aber ich vertraue ihm. Er wartet auf euch am Abgrund. Das hat er wieder normal betont. Ich werde Katwell finden und daher überqueren wir gemeinsam den Abgrund. Na gut. Den Abgrund. Oh, frittierte grüne Tomaten. Lecker. So, ich habe vielleicht... Oh, das kenne ich schon. Ich habe vielleicht ein bisschen viel gelootet. Ich muss mal schnell eine ganz treue Gefährtin rufen. Ihr habt Abfall, ich habe nützliche Sachen. Wie wäre es mit einem Tausch? Ich frage mich immer noch, warum sie keine Augenbrauen hat, aber das ist in Ordnung. Die wurden ihr wahrscheinlich in der Schmiede weggesenkt. So, mal alles hier. Oh, Galerions Ersatzstab muss auch dran glauben. Man kriegt ja so viel Schrott hier unten. So. Dankeschön. Dann haben wir das auch mal. Dann muss ich noch ganz kurz einen anderen, pelzigeren Gefährten herbeirufen. Dieser kann euch helfen, ja? Ist ein bisschen schief unterwegs, der Kollege, heute. So. Ja. Das ist ja wunderbar. Das harte Brot geschenkt. Gut, das reicht dann auch schon wieder. Tschüss. Mary! Wir ziehen los. In die Schlacht. Mutter und Vater geben ihr Bestes. Let's go! With the flow! Ich hatte das Gehen schon satt. Ich auch. Wir reiten los in die große Schlacht. Am Schicksalsberg. Nun, das regt mich auf. Mich auch. Wir haben eine gute Armee, aber was nützt es, auf dieser Seite des Abgrunds zu sitzen und Däumchen zu drehen? Das ist eher peinlich, wenn ihr die Wahrheit wissen wollt. Wie ist die Lage? Die Lage? Wir stecken ganz und gar fest. Noch ehe wir den Abgrund überqueren konnten, um Molag Runda zu stellen, wurden wir ärgerlicherweise von einigen Fokussteinen aufgehalten. Die kleine rothaarige Magierin meint, wir müssten die Steine zerschlagen. Aber viel Glück dabei. Klingt einfach, was ist das Problem? Nur die ganzen Heerscharen an Remora, die auf ihnen sitzen. Ich könnte mich allein darum kümmern, aber ich wollte die Truppen nicht demoralisieren, indem ich meine unvergleichlichen Kampffertigkeiten über Gebühr zur Schau stelle. Aber ihr hingegen, von euch sind sie so etwas ja schon gewohnt. Eben. Na dann mal los, Katwell. Let's do this! Hoppla. Kurve unterschätzt. So, vernichtet die Fokussteine und sprecht mit Gatwin. Kann ich hier ein bisschen helfen vielleicht? Will man nicht so sein. So. Ach, du bist nur Krieger, du bist nicht Gatwin. Wie zerstöre ich die denn?
schafft das! Bleibt in Bewegung! Haben die Cooldown oder so? Oder muss ich mich da einfach mitten reinstellen? Ah ja, okay. Direkt davor stellen, damit ich mit dem Hammer draufklopfen kann. Okay. Direkt mit dem... Ist aber... Hat ganz kleine Hitbox. Was ist mit dir? Alles gut? Die lässt ja alles hängen. So. Dann mal rüber. Für Frodo! Oh, Entschuldigung, falsches Universum. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Bisschen Diät halten demnächst. So. Sehr gut. Hätten wir das auch geschafft? Die Spinnennetze Arjen nehme ich mal mit. Ist vorausgeeilt, wie immer. Ich muss vorsichtig voranschreiten und sehen, dass er sich auf die aktuelle Aufgabe konzentriert. Ah, da ist Gatwin. Hi. Ihr habt es geschafft. Das Portal gehört jetzt uns. Darien Gauthier und Schreitet in Asche haben schon Truppen auf die andere Seite geführt. Prima. Also, die sind bereits... Ich brauche die Frage nicht stellen. Ja, die sind durchs Portal gegangen. Sie hat's doch gerade gesagt. Verdammt nochmal, Hans Todner, was ist los mit dir? Cadwell? Gut gemacht. Das Portal gehört jetzt uns. Sir Darien und diese nette Echse sind vorausgegangen. Ich denke, er ist vielleicht ein wenig eingeschüchtert durch unser Können auf dem Schlachtfeld. Und er versucht es irgendwie zu kompensieren. Wirklich traurig. Habt ihr denn eine Ahnung, was sich dort oben erwartet? Brunda ist gerissen und sie weiß, dass wir ihr auf den Leib rücken. Sie ruft schneller Verstärkung herbei, als Darien sie besiegen kann. Ihr solltet euch lieber ans Werk machen. Ich bin auf dem Weg. Mit dem großen Hammer auf den kleinen Zeh. Dentis, Ditis, ihr zwei bewacht das Portal. Sagt allen, die ihn durchkommen, dass sie sich beeilen sollen. Die Quelle der Verstärkungen muss abgestellt werden. Dentis und Ditis. Ich werde erst einmal den Weg auskundschaften. Wir müssen wissen, was uns an diesem Torhaus erwartet. Klingt wie Zahnpasta. Dentis am Morgen und Ditis am Morgen und Dentis am Abend. Hast du Zahnschmerzen? Nimm Ditis. Hast du Karies? Nimmst du Dentis? Und die Kinder freuen sich. Ich als Zahnarzt freue mich auch. Ja, so ist der wunderbare Lebenslauf. Oh, Entschuldigung. Herr Krieger. Oh, hier ist ja schon Action. Ist ja super, dann mache ich doch glatt mal mit. Moinsen. Hallo, Ben. Oh, ich hab Bock! Lass mich das Portal zerstören! Seht zu und lernt, mein Freund. Okay. Seht zu und lernt. Ich werde euch zeigen, wie man ein dädrisches Portal schließt. Ein dädrisches Portal hat sich geschlossen, wie versprochen. So wird das gemacht. Mit Stil. Okay. Das war sehr stilvoll. Sag mal. Dankeschön.
Würdest du umdrehen, wegzulaufen? Na wohl nicht. Vielleicht sollten sie das mal ausprobieren. Na, weglaufen ist doof. Ich brauch Loot. Nein. Weg sei Dank. Gib Ruhe. Nerv nicht. Die Murelda. Die alte Breze. So, die ist auch tot. Diese Kreaturen mach zu, das Ding. Machen mir keine Angst. Lasst uns dieses Portal schließen. Ja, mach zu. Mach mal Fenster auf Kipp. Das Portal ist geschlossen. Wunderbar. Wir arbeiten gut zusammen, mein Freund. Ja, ich würde dich jetzt noch nicht als Freundin bezeichnen, aber okay. Dazu kenne ich dich noch nicht lang genug. Aber ich hätte gerne diese Himmelsscherbe hier. Das ist aber eine schöne Himmelsscherbe. Die nehmen wir doch mal mit. So, eine von drei Scherben. Wieder eingesackt.